Ganz herzlichen Dank, dass das so schön funktioniert hat, dass ihr pünktlich um 16.35 Uhr im Raum seid. Wir kommen jetzt zu dem Podium Linke Alternativen für eine neue Friedenspolitik. Das neben dem Workshop dritte Podium heute, nachdem es im ersten Podium um die Umbrüche in der Weltordnung und neue Kriege ging, in dem zweiten Podium in die neue deutsche Rolle in der Welt zwischen Hegemonie und Zwang, wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, was linke Alternativen sind. Links ist hier bewusst klein geschrieben und das erklärt auch ein kleines bisschen das Podium. Wenn es nämlich groß geschrieben wäre, würden wir quasi nur innerhalb der Partei diskutieren. Es ist aber klein geschrieben, also haben wir zum größeren Teil Vertreter, Vertreterinnen aus der Partei Die Linke hier auf dem Podium sitzen, aber eben auch Sachverstand von außen. Ich will kurz die Referentinnen und Referenten auf dem Podium vorstellen. Ich fange ganz rechts, Harald, tut mir leid, ganz rechts mit Harald Wolf an. Harald Wolf ist derzeit im Abgeordnetenhaus in Berlin, war ehemaliger Senator und, wenn ich es richtig weiß, stellvertretender Bürgermeister dieser Stadt und ist im Moment mit allen anderen, die hier auf dem Podium von der Partei Die Linke sitzen, Mitglied des Parteivorstands der Linken. Herzlich willkommen, Harald. Neben ihm sitzt Jürgen Wagner, das ist derjenige, der quasi nicht in der Partei Die Linke ist. Nee, das wollte ich jetzt nicht verursachen, weil wir haben schon länger eine Debatte, dass ich das eigentlich gut fände, wenn er das macht, da in die Partei eintreten. Ja. Insofern, das wollte ich jetzt nicht verursachen, aber er ist Geschäftsführer und Vorstand der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Zu meiner Linken, achso, ganz herzlich willkommen, Jürgen. Zu meiner Linken sitzt Christine Buchholz, einerseits Mitglied des Geschäftsführerinnenparteivorstands der Linken und andererseits verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Herzlich willkommen, Christine. Und neben ihr sitzt Wolfgang Gerke, Leiter des Arbeitskreises Internationales der Bundestagsfraktion Die Linke und Mitglied im Fraktionsvorstand der Linksfraktion und ebenfalls Mitglied im Parteivorstand der Linken. Herzlich willkommen, Wolfgang. Nach der Vorstellung eine kleine Einleitung. Nachdem wir jetzt ja sowohl quasi über Weltordnung gesprochen haben, als auch über das, was die spezifische Situation Deutschlands innerhalb der Weltordnung ist, soll es jetzt bei diesem Podium darum gehen, was linke Antworten auf die derzeitige Situation sind. Ich habe den Podiumsteilnehmern einige Themen genannt, wo ich mir wünschen würde, dass ich sie auf jeden Fall mit behandeln, die ich jetzt aber nicht benennen will, die werdet ihr gleich merken, weil die dann bei allen wahrscheinlich auftauchen werden. Und was wir ja bei den verschiedenen Debatten bisher auf der Friedenskonferenz erlebt haben, ist einerseits an wichtigen zentralen Punkten Einigkeit, aber auch immer wieder quasi Kontroversen, die an anderen Punkten hochgehen. In dem Plenum oder in dem Podium 2 davor zum Beispiel die Frage Verhältnis zu Russland war da eine Debatte. Es ist aber sicher nicht die einzige Kontroverse, die es gibt. Ich würde mit Jürgen Wagner anfangen, weil es bei ihm darum geht, quasi Anforderungen an eine Friedenspolitik der Linken in diesem Fall dann großgeschrieben zu formulieren. Jürgen, du hast das Wort.
Ja, hallo zusammen. Vielleicht zur Klarstellung, obwohl ich hier das einzige Nicht-Parteimitglied bin, ich bin Sympathisant und Wähler, also durchaus hier nicht in der Höhle des Löwen. Dennoch möchte ich hier vor allem in meiner Funktion als Teil der Friedensbewegung sprechen und ein paar Überlegungen versuchen zu formulieren. Ich weiß nicht, ob Anforderungen ein bisschen hoch ist. Ich würde es mal gerne irgendwie zu versuchen, etwas runterzuhängen und zu beschreiben, was ich glaube, was Pfeiler einer linken Friedenspolitik sein sollten und was ich glaube, was große Teile der Friedensbewegung inklusive mir als solche verstehen. Ich will gleich mit dem ersten Punkt anfangen, der aus meiner Sicht das Alpha und Omega ist, die Militäreinsätze. Im Fußball heißt es ja, die Null muss stehen, und ich denke auch, dass es in der Frage der Militäreinsätze so sein muss. Also ich glaube, dass die kategorische Absage an jede Form von Militäreinsätzen ein wesentliches Merkmal der Friedensbewegung ist, aber auch ein wesentliches Merkmal jeder ernstzunehmenden Friedenspartei sein muss, und dass jede Debatte darum auch in der Friedensbewegung immer wieder auch sehr große Irritierung auslöst. Ich würde da bitten, auch darauf pochen wollen, dass der Begriff der Militäreinsätze doch ein bisschen weiter gefasst wird, also unter anderem eben auch so Sachen wie diese Ertüchtigungsmaßnahmen, also die Aufrüstung und Ausbildung von ausländischen Militärs, die immer bedeutender wird, etc. Also dass wir ein umfassendes Verständnis propagieren, dass Militär im Ausland deutscherseits nichts zu suchen hat, und damit natürlich auch abgeleitet, dass wir eine Forderung auch vertreten müssen, alle Militäreinsätze abzulehnen. Ich glaube, als eben Vertreter der Friedensbewegung an, hier wahrscheinlich viele Parteimitglieder, möchte ich ein bisschen mal versuchen zu betonen, wie irritierend ich manchmal Debatten, die in der Linkspartei sind, empfinde, wenn über den Sinn und Unsinn von bestimmten Militäreinsätzen diskutiert wird. Da wird man dann entgegengehalten, aber diskutieren muss man ja dürfen. Das darf man, man muss aber zum Beispiel auch die Friedensbewegung verstehen, wie geprägt wir sind von der Erfahrung der Grünen und von dem, was passiert ist, als der Deckel mal ab war. Nämlich sehr, sehr schnell. Das mag auch manchmal die Schärfe der Debatte erklären, aber ich glaube, es ist auch richtig und wichtig, die in dieser Form dann zu führen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, die Haltung zur EU und NATO. Zur EU nur ganz kurz. Im November 2015 wurde nach den Pariser Anschlägen mit Artikel 42.7 EU-Vertrag die Beistandsklausel aktiviert, wodurch bestätigt wurde, was Friedensbewegungen, Analysten kritischer Zeit schon lange gesagt haben: EU ist ein Militärbündnis und linke Militärpolitik ist gegen Militärbündnisse. Das heißt, das Minimum an Forderungen müsste meines Erachtens in diesem Bereich sein, alle militärrelevanten Klauseln aus dem EU-Vertrag zu streichen. Da kann man sich natürlich auch pragmatische Zwischenschritte überlegen, aus einer Verteidigungsagentur die abzuschaffen und ein Amt für Abrüstung und Frieden zu machen, etc. Aber die dahinterstehende Forderung muss natürlich sein, dass die militärrelevanten Aspekte aus den Verträgen genommen werden. Was die NATO anbelangt, ist es, denke ich, seit der letzten Offensive relativ eindeutig: die NATO muss abgeschafft werden. Spätestens mit der letzten. Was mich da derzeit umtreibt, sind vor allem zwei Dinge. Die eine ist relativ offensichtlich: die unglaubliche Aufrüstung der NATO-Ostflanke in einer Dimension, die wir seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr erlebt haben. Und damit natürlich die ganze Verschärfung mit Russland und ja tatsächlich dieser drohende neue Kalte Krieg. Was essentiell ist, glaube ich, ist hier zwei Fallen zu vermeiden. Erstens, diese unglaubliche Dämonisierung Putins und Russlands nicht mitzumachen. Zweitens aber gleichzeitig auch das anzunehmen oder zu akzeptieren, dass das nicht bedeutet, dass man keinerlei Kritik an der russischen Militär- und Außenpolitik leistet, sondern es gab immer den Begriff der Äquidistanz, den finde ich falsch. Die NATO ist die treibende Kraft in diesem Konflikt. Das muss man auch so benennen. Das bedeutet aber nicht, dass ich gar nichts zur russischen Außen- und Militärpolitik kritisch sagen darf. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld sollten wir uns versuchen, irgendwie zu bewegen, um glaubwürdig zu sein. Das ist die eine Sache. Die andere Sache: wir dürfen bei der NATO nicht vergessen, dass die NATO ein 360-Grad-Bündnis ist. Das war der Satz, der jetzt auf dem letzten Verteidigungsministertreffen geprägt wurde. Also, dass man nicht nur die Aufrüstung der Ostflanke weiter betreibt, sondern eben in der Südflanke auch weiter militärisch intervenieren möchte. Und das hat man jetzt ja auch mit dem jüngsten Ägäis-Einsatz etc. gesehen. Das heißt, die NATO hat sich nochmal einen ganz anderen Einsatzradius und Anspruch gegeben in den letzten ein, zwei Jahren. Dritter Punkt: Auflösung der Bundeswehr. In der Friedensbewegung ist es weitgehend unumstritten, dass die Bundeswehr abgeschafft gehört. Auch da kann man sich, wenn man Politik betreibt, natürlich sagen, man muss pragmatische Schritte entwickeln, bin ich auch gar nicht dagegen.
Abschaffung zum Beispiel der Interventionskräfte als Zwischenschritt. Aber ein Deutschland ohne Armee ist, glaube ich, auch ein essentielles Ziel jeder ernstzunehmenden linken Friedenspolitik. Der Trend, wissen wir alle, ist in eine andere Richtung. Jetzt kürzlich wurde beschlossen, dass wohl um 10.000 Soldaten die Bundeswehr wieder vergrößert werden soll. Vorgestern haben die SPD-Verteidigungspolitiker dem wohl auch irgendwie noch zugestimmt. Was ein besonderer Treppenwitz ist, angesichts der Tatsache, dass die Reduzierung der Truppengröße damals, 2011, begründet wurde, dass man ja im Bundeshaushalt sparen müsste. Das ist der vierte Punkt, den ich glaube, den wir als linke Bewegung jetzt groß und klein noch stärker thematisieren müssen. Mich treibt es um, dass wir die skandalöse Entwicklung des Rüstungshaushaltes nicht vernünftig thematisiert bekommen. Seit Jahren haben wir eine Debatte in Deutschland, als sei die Bundeswehr, als müssten die Soldaten ja, per Daumen in den Krieg ziehen, weil nichts mehr da sei an Geld. Das ist einfach Quatsch. Die Zahlen geben das nicht her. Die Erhöhung des Rüstungshaushalts ist eklatant. Zwischen 2007 mit 27 Milliarden angestiegen, dann auf 2010 31 Milliarden. Und dann gab es diesen tollen Sparbeschluss der Bundesregierung, der gesagt hatte, auch der Bundeswehretat muss wieder sinken, und zwar auf 27 Milliarden. Und der ist inzwischen komplett einkassiert worden. Heute haben wir einen Rüstungsetat von 34 Milliarden. Und dazu noch die jüngst angekündigte Rüstungsoffensive von von der Leyen, dass 130 Milliarden in die Neuanschaffung von Rüstungsgütern gesteckt werden sollen. Das bedeutet Minimum eine Erhöhung des Beschaffungshaushalts von aktuell 4 Milliarden auf 9 Milliarden Euro. Wenn wir fragen, wo das Geld für die Integration von Flüchtlingen kommen soll, da können wir da mal anfangen. Weil es wird zwangsweise eine Erhöhung, eine weitere vom Militärhaushalt geben. Politisch würde ich mir sehr wünschen, dass drei Akteure in dieser Rüstungsfrage an einem Strang ziehen. Das ist die Friedensbewegung, das ist die Linke und es sind die Gewerkschaften. Und zwar, dass wir dieser Rüstungsoffensive eine Konversionsoffensive entgegensetzen. Und dieses Thema der Konversion, also die Umstellung von Rüstungsbetrieben auf die Produktion von zivilen Gütern, wieder weit relevanter bearbeiten, als es in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, 20 Jahren der Fall war. Es ist nämlich gar nicht mehr viel Expertise da und gar nicht mehr viele Leute, die sich eigentlich mit diesem essentiellen Thema beschäftigen. Und es wäre auch eine der wesentlichen Möglichkeiten, mit Gewerkschaftinnen und Gewerkschaftern vielleicht an einem speziellen Thema in der Krieg-Frieden-Frage sinnvoll zusammenarbeiten zu können. Das wäre mir persönlich ein großes Anliegen. Letzter Punkt, die Migrationsfrage. Ich halte es für relativ klar, dass linke Friedenspolitik A, die Fluchtursachen thematisieren muss, aus Friedensperspektive die Rolle deutscherseits des Westens offenlegen muss, die Militarisierung, die aktuelle Militarisierung des Grenzregimes kritisieren und ablehnen muss und sich vor allem bedingungslos solidarisch zeigen muss mit allen Menschen, die vor dieser Politik des Westens flüchten. Das halte ich für eine absolut unumstößliche Notwendigkeit dessen, was ich als linke Friedenspolitik bezeichnen lassen sollte. Jetzt kann man abschließend sagen, das sind alles Forderungen, die dürften sich in nächster Nähe wahrscheinlich nur bedingt politisch umsetzen lassen. Das sehe ich leider auch so. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, deswegen habe ich den Begriff der Eckpfeiler und des Fundaments bezeichnet, weil wenn wir das Ziel kennen, wo wir hinwollen, dann können wir auch einigermaßen besser einschätzen, was einzelne pragmatische Politikschritte in diesem Gesamtziel machen, ob sie da sinnvoll sind oder ob wir uns auf diesem pragmatischen Politikweg vielleicht auch ein bisschen verlaufen. Deswegen glaube ich, dass wichtige und grundsätzliche Eckpfeiler einer linken Friedenspolitik auch eingenordet gehören. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Das sind klare Anforderungen und du hast sogar die Zeit etwas unterschritten. Wir haben jetzt die Christine als die Erste, die quasi darauf auch antworten wird. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, lieber Jürgen und anderen Genossen hier auf dem Podium, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Und für mich ist es ganz klar, die Anforderung, die Jürgen eben sehr klar und sehr detailliert formuliert hat, sind auch die Positionen, die ich in der innerparteilichen Debatte teile. Deswegen möchte ich ehrlich gesagt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber vielleicht noch nur zwei Sachen rauszustellen. Ich glaube, das absolute Nein zu jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr und ein Nein zu der Einzelfallprüfung von Auslandseinsätzen ist essentiell, weil letztendlich das die einzige Möglichkeit, der einzige Garant dafür ist, dass wir nicht auf die schiefe Bahn von Militäreinsätzen kommen.
Das Zweite ist, dass wir sehen müssen, die Debatte, wie sie momentan geführt wird, über die neue Verantwortung, ist nichts anderes als eine Debatte über die alten Interessen, wie sie die Herrschenden in diesem Land vertreten. Und das heißt, dass wir ganz deutlich sehen müssen, du hast es richtig beschrieben, das ganze Gejammer über den schlechten Zustand der Bundeswehr ist alles nur ein Vorgeplänkel dafür, die Bevölkerung darauf einzustellen, dass wir eine massive Runde der Aufrüstung bevorhaben, eine massive Runde der Aufrüstung, die letztendlich selbstverständlich in Konkurrenz zu den sozialen Interessen der Bevölkerung steht. Also dieser Militarismus ist nicht nur politisch und moralisch falsch, er ist letztendlich auch gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet und deswegen lehne ich das ab. Das Zweite ist, oder den Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist vielleicht eher auch anhand einer Debatte, die wir hier über die verschiedenen Veranstaltungen geführt haben. Was ist denn eigentlich der Charakter oder was ist die Anforderung an eine Friedenspolitik der Linken? Und Katja hat es am Freitagabend in der Auftaktveranstaltung, hat sie ein Plädoyer für einen neuen Antiimperialismus gehalten. Und ich glaube auch, wenn wir eine neue Friedenspolitik begründen wollen, müssen wir erklären, warum es so viele Kriege auf der Welt gibt. Und wenn man hinschaut, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keinen einzigen Tag gegeben, wo es keinen Krieg, keinen bewaffneten Konflikt auf dieser Welt gegeben hat. Und die Kriegsgefahr ist seit 1989 sozusagen nicht gesunken, sondern gestiegen. Und deswegen ist es ganz klar, der Krieg, wie wir ihn heute sehen, ist sozusagen sind keine Konflikte um Religion oder um sonst was, genauso wie die vergangenen Kriege, keine Kriege um die ideologische Konkurrenz zweier politischer Systeme war. Vielmehr sehen wir Krieg im Kapitalismus als eine Konkurrenz zwischen kapitalistischen Nationalstaaten sind. Das ist die Triebfeder der ausufernden Kriege. Wirtschaftliche Konkurrenz schlägt in militärische Konkurrenz zwischen Nationalstaaten um. Das ist Imperialismus. Und ich möchte auch betonen, dass Imperialismus kein Etikett ist, was man einfach einem Staat aufbappt, sondern ist es letztendlich dieses System rivalisierender Mächte. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass eine Stärkung der Multipolarität den Frieden nicht bringen wird. Das war vor dem Ersten Weltkrieg falsch, diese Annahme. Ich glaube, es ist heute ebenso falsch. Den zweiten Punkt, den ich machen möchte, ist ein Plädoyer für einen neuen Internationalismus. Denn wenn der Imperialismus das System konkurrierender kapitalistischer Staaten ist, dann müssen wir auch die Klassenwidersprüche innerhalb dieser kapitalistischen Staaten sehen. Das gilt für die eigene Gesellschaft. Wenn wir nach Deutschland gucken, heißt das sozusagen den Klassenstandpunkt einzunehmen in die Frage des Krieges, in Frage vom Neoliberalismus und den Angriff auf die Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Dann heißt es sozusagen die Frage von Rassismus anzugucken. Aber das heißt auch zu gucken, wie diese Klassenperspektive einzunehmen, wenn wir auf Widersprüche und Bewegungen in anderen Ländern gucken. Und ich sage es ganz deutlich, der russische Soldat, der desertiert, ist mir näher als Putin. Die syrische Studentin, die gegen Repression kämpft, ist mir näher als Assad. Und der irakische Familienvater, der gerade diese Tage gegen Korruption im Irak demonstriert, ist mir näher als die irakische Regierung, mit der unsere Bundesregierung kungelt. Das heißt, der Feind meines Feindes ist noch lange nicht mein Freund. Warum ist es wichtig? Wir hatten vorhin eine sehr gute, auch kontroverse Debatte über die Situation Syrien und Irak und die Erstarken des IS. Und da fragte eine Teilnehmerin, warum, wenn ich doch gegen den eigenen Imperialismus kämpfe, warum soll ich denn was zu sagen zu Assad oder Putin oder anderen Diktatoren? Und ich glaube, wir müssen was dazu sagen, weil der Schlüssel zu Frieden und Gerechtigkeit nicht von außen kommen kann, sondern weil wir letztendlich die Menschen stärken müssen, die in ihrer Gesellschaft für Gerechtigkeit, für Frieden und für Demokratie kämpfen. Und das heißt, mit Liebknecht, frei nach Liebknecht gesagt, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Und das ist der Job, den wir hier zu tun haben. Aber letztendlich heißt es auch, sich gegen die Kriegstreiber auf allen Seiten zu richten. Und das finde ich wichtig, in diesem Sinne einen neuen Internationalismus zu begründen. Mein dritter Punkt, eine neue Friedenspolitik wird sich nicht von oben durchsetzen lassen. Es gibt keine Alternative und keine Abkürzung zum Aufbau von Friedensbewegungen am Boden der Gesellschaft, ganz gleich,
wie stark oder wie schwach diese Bewegungen momentan sind. Das gilt für uns hier in Deutschland. Die Frage haben wir ja auch gestern Abend schon diskutiert. Das gilt aber auch für die Bewegung in jedem anderen Land. Und wir verstehen Friedensbewegung oft in einem sehr engen Sinne, als die, die sich ganz im engeren Sinne gegen Krieg und Militarismus aussprechen. Das ist richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube, dass wir den Begriff Friedensbewegung nicht zu sehr verengen dürfen. Die Massenbewegung gegen Korruption im Irak, wie sie momentan zur Zeit des Krieges stattfindet, ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Logik von Krieg und konfessioneller ethnischer Spaltung. Und nur Bewegungen, die tatsächlich auch Massen erfassen können, können eine Kriegsmaschine zum Stoppen bringen. Die Geschichte gibt uns viele Beispiele von solchen Massenbewegungen. Hier in Deutschland beispielsweise gegen den Ersten Weltkrieg, wo die Unzufriedenheit über die soziale Lage zusammen mit einer wachsenden Kriegsmüdigkeit sich verzahnt hat und einen zentralen Beitrag zur Beendigung des Krieges geleistet hat. Oder mit dem Blick auf den Vietnamkrieg in den späten 60er und frühen 70er Jahren, wo eine Massenprotestbewegung sich in den USA verbunden hat mit den Zersetzungserscheinungen in der Armee und zusammengewirkt hat mit dem Widerstand des Vietcong. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, es gibt dazu keine Alternative, es gibt keine Abkürzung. Und warum ist es so? Weil letztendlich alles andere, das Wegdelegieren der eigenen Verantwortung in die Hände jener bedeutet, die auch die Kontrolle über die Armeen haben. Und in diesem Sinne ist tatsächlich einerseits Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber ich spitze hier etwas zu. Im Umkehrschluss heißt es, die Diplomatie ist unter den gegebenen Kräfteverhältnissen nur ein anderes Schlachtfeld für die Herrschenden. Und wie oft haben wir erlebt, dass ihr Frieden eine ungerechte Nachkriegsordnung hervorbringt und so Grundlage für die nächsten Kriege und Konflikte ist. Das sehen wir momentan ganz klar im Irak. Und ich befürchte auch, der Frieden, sozusagen wie der jetzt durch die Interessen der verschiedenen Mächte, die einwirken in Syrien, Irak, vielleicht geschaffen wird, wird sozusagen die neuen Konflikte sozusagen in sich tragen. Und wir sehen es auch, wenn wir den Friedensprozess im Nahen Osten nach Oslo angucken. Wir sehen momentan in der Ost eine Situation, sozusagen, die uns, die weiter vom Frieden weg ist als von einer dauerhaften, gerechten und friedlichen Lösung als eigentlich je zuvor. Mein letzter Punkt: Der Widerstand gegen den Krieg fällt nicht vom Himmel. Wir müssen die Deutungshoheit über die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgewinnen und gleichzeitig rassistischen Deutungsmustern entgegentreten. Das beziehe ich zum einen auf das, was Jürgen benannt hat und was ich am Anfang angerissen habe. Wir müssen deutlich machen, dass es um Interessen und nicht um Verantwortung geht. Wir müssen Gegenargumente liefern in der Debatte um die Notwendigkeit der Aufrüstung der Bundeswehr und der Auslandseinsätze. Und zum anderen müssen wir sehen, dass es den sogenannten Eliten gelungen ist, sozusagen uns Stück für Stück einen neuen gemeinsamen, scheinbar gemeinsamen Feind, nämlich den Terror, unterzujubeln. Und das führt zum einen dazu, die Kriege nach außen zu legitimieren. Das führt aber auch zu mehr Repression nach innen. Das deutlichste Beispiel ist das Agieren der französischen Regierung nach den schrecklichen Terroranschlägen von Paris, sozusagen die zum einen die Bombardierungen des IS in Syrien verstärkt haben zu dem Zeitpunkt und den Ausnahmezustand ausgerufen haben. Und in Deutschland, denke ich, ist es zu betonen, dass die Rechtsentwicklung, die wir sehen, ebenso eine Begleiterscheinung der Intervention in die Kriege im Mittleren Osten ist und der Anfang oder der Impuls für den Wahlerfolg der AfD vom vergangenen Wochenende ist nicht die Fluchtbewegung, sondern sie ist letztendlich weiter zurückzuführen auf den Hass gegen den Islam, den Rassismus, der gesät wurde schon seit Jahren von dem politischen Establishment aus der Mitte der Gesellschaft und der letztendlich eine ideologische Begleitmusik ist zu den neuen Kriegen. Das haben wir erlebt von Spiegel bis Sarrazin und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Dimension. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Friedensbewegung und die Linke Teil einer Gegenbewegung gegen Rassismus sind. Ich sehe das nicht nur als eine Notwendigkeit, die Linke und die Friedensbewegung richtig zu positionieren, sondern es ist auch eine große Chance, die Friedensbewegung und die Linke auch zu erneuern, relevant zu machen in den aktuellen Auseinandersetzungen. Und von daher ist es auch eine Chance für uns, ja, und in diesem Sinne vielen Dank, für einen neuen Internationalismus. Das ist mein Plädoyer für die Positionierung der Linken.
Harald. Ist das an? Ja. Ich will beginnen mit einer Anekdote. Im Anfang 1990 war ich mit einer Delegation des Grünen Bundesvorstandes auf Einladung des ZK der KPDSU in Moskau. Und abends, wie das so üblich ist, hat man sich in der Hotelbar aufgehalten. Und dort trafen wir auf eine amerikanische Delegation unter der Führung von Paul Nitze. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, das war der Verhandlungsführer bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen. Und diese Delegation fragte uns, wo wir denn herkommen. Da sagten wir, von der Grünen Partei in Deutschland. Und dann fragten wir, was macht ihr denn hier? Und da war die Antwort, we are organizing communism a soft landing. Und dann kamen wir weiter ins Gespräch und dann teilten sie uns mit, ihr werdet als Grüne Partei eine neue Rolle einnehmen müssen, wie Deutschland insgesamt. Wir werden nicht mehr die zentrale Ordnungsmacht in Europa sein, wir werden uns zurückziehen und die Ordnungsmacht und die Ordnungsfunktion wird die Bundesrepublik Deutschland sein. Und sie sagten uns auch, eure erste Aufgabe wird sein, die Südostflanke der NATO im Balkan zu sichern. Wir haben sie erstaunt angeguckt, haben natürlich heftig widersprochen. Allerdings dann mit dem Kosovo-Krieg ist genau dieses Szenario, das uns damals vorgestellt wurde, eingetreten. Übrigens ist keines der Mitglieder der damaligen Delegation der Grünen heute noch Mitglied der Grünen. Und wir haben seitdem einen Tabubruch nach dem anderen erlebt. Mit dem Kosovo-Krieg einen doppelten Tabubruch. Das erste Mal eine Beteiligung an einem Angriffskrieg und zweitens auch noch unter offenem Bruch des Völkerrechts. Und das ging die ganze Zeit immer weiter. Und wir können feststellen, dass diese Entwicklung, nämlich dass die Bundesrepublik eine Führungsrolle in Europa beansprucht, sowohl ökonomisch als auch militärisch, mehr und mehr sich weiterentwickelt hat. Und die Diskussion, die wir gegenwärtig erleben über die neue Verantwortung, über das Weißbuch Bundeswehr, die Aufrüstung der Bundeswehr etc. etc., zeigt das sehr deutlich. Und an dieser Stelle sage ich, ich habe bei allen Interventionen, die mit Menschenrechten begründet wurden, habe ich immer nur feststellen können, es ging nicht um Menschenrechte, sondern es ging um Interessen, es ging um Geopolitik. Und es ging nie wirklich um Menschenrechte, sondern das war immer der Vorwand. Und es ist wirklich kein einziges Problem gelöst worden. Und deshalb sage ich, das ist der Weichmacher. Die humanitäre Intervention und das Argument mit den Menschenrechten ist der Weichmacher, mit dem die Akzeptanz für Interventionen hergestellt werden soll. Und deshalb muss man sich da ganz klar gegen aussprechen. Zweitens, was wir stärker herausstellen müssen, ist, dass es nicht nur um das Militärische geht. Christina hat es angesprochen mit dem Begriff Imperialismus, sondern es geht darum, bei dem, was wir bei der Militärpolitik der Bundesrepublik, bei der Politik der Europäischen Union erleben, es geht darum, einen neoliberalen Ordnungsrahmen abzusichern. Und deshalb finde ich, müssen wir sehr eng den Zusammenhang zwischen Freihandelsabkommen wie TTIP und den militärischen Interventionen in der Peripherie, der Peripherie Europas diskutieren und deutlich machen, weil es geht in der Tat genau darum, diesen neoliberalen Ordnungsrahmen abzusichern. Und die USA machen das genauso. Wir hatten heute Morgen in dem Workshop, den ich moderiert hatte, über Ressourcenkonflikte, wurde auch nochmal sehr deutlich gesagt, wenn man sich das pazifische Handelsabkommen anguckt und welche Militärstützpunkte von den USA gegenwärtig aufgebaut werden, das ist sehr eindeutig. Die Frage der Freihandelsabkommen und der neoliberalen Organisierung der Welt und die Aufteilung in Einflusssphären wird militärisch abgesichert und die Bundesrepublik ist Teil davon. Nun ist die Bundesrepublik als solche alleine nicht militärisch interventionsfähig, also jedenfalls nicht vergleichbar mit den USA oder Ähnlichen. Und vor diesem Hintergrund haben wir die Diskussion über die Frage der europäischen Fähigkeiten und eine europäische Armee, etc. etc. Ich sage ganz klar, linke Position muss sein, Europa muss zivil sein, entmilitarisiert, und eine klare Haltung gegen jede Militarisierung der europäischen Politik.
Dritter Punkt. Wir müssen bei dem Thema NATO, du hast es schon angesprochen, natürlich klar sagen, das ist ein Militärbündnis, das unter anderem auch die Funktion hat, von Seiten der USA eine gewisse Kontrolle über ihren deutschen Verbündeten auszuüben, der aber gleichzeitig immer wieder in der Gefahr ist, an der einen oder anderen Stelle auszubüchsen. Dass wir an dieser Stelle klar formulieren, die NATO ist kein Friedensinstrument, sie ist ein Militärbündnis und insofern muss sie perspektivisch in der Tat abgeschafft werden. Und es ist richtig, finde ich, wie die Linke sagt, das muss allerdings dann auch ersetzt werden durch ein kollektives Sicherheitssystem. Und an dieser Stelle, glaube ich, habe ich einen leichten Widerspruch zu Christine. Es ist völlig richtig, wir brauchen eine starke Bewegung und ohne starke Bewegung und ohne eine Friedensbewegung im weitesten Sinne und Mobilisierung werden wir keine positiven Veränderungen erzielen. Ich glaube aber, es wird gleichzeitig notwendig sein, auch auf institutionelle Veränderungen zu orientieren. Stichwort Stärkung ziviler Organisationen wie der OSZE, die gegenwärtig degradiert ist zu der Funktion von Wahlbeobachtern. Das war doch mal angedacht, dass das wirklich ein Ort ist und eine Institution, die Zusammenarbeit in Europa, im Europa im weitesten Sinne organisieren kann und Kommunikation organisieren kann. Das heißt nicht, dass dann die Welt schön ist. Das heißt auch nicht, dass die Welt dann sozial oder sozialistisch ist. Aber das kann eine Möglichkeit schaffen, dass die Barbarei, die wir gegenwärtig erleben, eingedämmt wird. Deshalb sage ich, es ist auch eine Aufgabe der Friedensbewegung, auch auf institutionelle Veränderungen zu orientieren, ohne sich mit dem, was man erreicht, dann auch gleich abzufinden und zu sagen, jetzt ist alles schön. Letzter Punkt, dazu gehört auch, ich denke, da wird Wolfgang sicherlich auch gleich noch was dazu sagen, ich finde, wir sollten dafür argumentieren und dafür eintreten, dass es eine neue Entspannungspolitik gibt in Europa. Das heißt, ein anderes Verhältnis gegenüber Russland. Weil die Eskalationspolitik und diese aggressive imperiale Politik, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, die betrieben worden ist mit der Ausdehnung der Europäischen Union nach Osten, mit der Ausdehnung der NATO nach Osten, mit dem Assoziierungsabkommen in der Ukraine, mit allen auch möglichen Perspektiven, was ja von Teilen der Regierung in der Ukraine vorangetrieben wird, auch des NATO-Beitritts, ist eine Eskalation, die muss zurückgenommen werden. Und dafür ist es, glaube ich, richtig zu mobilisieren und dafür einzutreten. Was nicht heißt, dass man, und da stimme ich Christine absolut zu, dass man unkritische Haltung gegenüber der russischen Politik vertritt, weil auch Russland vertritt imperiale Großmachtinteressen mit einem Unterschied, die sind in der Defensive im Moment gegenüber den USA, gegenüber Europa und gegenüber NATO, aber wir müssen uns mit dem, was dort stattfindet und was die Interessen sind, nicht gemein machen, sondern da sage ich als Linke, gehört unsere Loyalität denen, die betroffen sind von Krieg, gehört den Unterdrückten und nicht irgendwelchen politischen Staatenbündnissen und Lagern, sondern denjenigen, die unter diesen Kriegen leiden. Letzter Punkt, ich glaube, wir müssen das Thema, das von Seiten der Linken auch immer wieder thematisiert wird, stark machen, nämlich das Thema Deutschland als Rüstungsexporteur und dass wir wirklich für ein Ende dieser Rüstungsexporte eintreten. Und der zentrale Punkt dafür, da stimme ich Jürgen Wagner absolut zu, ist, dass wir wieder beginnen eine Diskussion über Rüstungskonversion. Wenn ich mir überlege, welche Diskussion es in den Gewerkschaften und auch von Seiten der IG Metall gegeben hat, zu Zeiten der NATO-Aufrüstung über das Thema Konversion, sind wir meilenweit zurückgefallen. Und dieses Thema muss wieder aufgegriffen werden, weil wenn es uns nicht gelingt, auch innerhalb der Gewerkschaften wieder eine friedenspolitische Mobilisierung zu erreichen, werden wir nicht wirklich erfolgreich sein. So viel von meiner Seite als Einleitung. Vielen Dank, Harald. Ihr merkt, das sind alles ehemalige oder Parlamentarier, die genau in der Zeit bleiben. Wolfgang?
Im Parlament mache ich das nicht. Ja, wir hatten im Europäischen Parlament immer nur 1 bis 3 Minuten. Insofern. Das ist sehr schön, wenn man erstmal schönen guten Abend oder späten Nachmittag, wenn meine Kollegen Zeit eingespart haben, kann ich sie ja schamlos subsumieren. Das habe ich gerne, so solidarische Begleitung. Ich will gerne mit euch zusammen über 3 Fragen nachdenken und mich da auch auf die Fragen konzentrieren. Meine erste Frage ist das Verhältnis der Linken, nicht nur der Partei Die Linke, sondern Linken zur Friedensbewegung. Das ist für mich erstmal die entscheidende Frage, wo es sich lohnt, hier drüber nachzudenken. Und ich möchte gern, dass in der eigenen Partei und im Verhältnis Partei und Friedensbewegung und in der Friedensbewegung dieser große Gedanke von Rosa Luxemburg, Freiheit der Diskussion und Einheit der Aktion, endlich Realität wird. Es mangelt uns an beiden. Unsere Diskussionen sind nicht wirklich frei, wo wir auch über Differenzen frei reden können, ohne uns zu diffamieren oder denunzieren. Und wir haben einen Mangel an gemeinsamer Aktion. Ich sage im Verhältnis zur Friedensbewegung, die Partei Die Linke und die Friedensbewegung leiden beide an den gleichen Problemen. Weder die Partei Die Linke noch die Friedensbewegung ist derzeit in der Lage, wirklich Massen auf die Straßen zu bringen. Deswegen lohnt es sich gar nicht zu sagen, die schaffen das nicht. Wo sind die denn? Ne? So, und die Friedensbewegung sagt, die schaffen es auch nicht. Wo seid ihr denn? Ich möchte gern, dass wir begreifen, dass wir es mit dem gleichen Problem zu tun haben. Eine Bevölkerungsmehrheit, die Nein sagt zu Militäreinsätzen und Kriegen, eine Meinungsmehrheit und noch keine Druckmehrheit auf der Straße. Also ist das doch die entscheidende Frage, die wir gemeinsam zu debattieren und zu lösen haben. Wie wir aus einer Meinungsmehrheit eine Druckmehrheit und eine Protestmehrheit machen. Und da ist keiner besser als der andere. So, das ist erstmal meine Grundherangehensweise. Und für mich bedeutet immer Friedensbewegung, das hat was mit meiner Geschichte auch ein bisschen zu tun, dass man im Frieden nicht abhängig ist, um unbedingt ein Linker zu sein oder Sozialist oder Kommunist, wie ich es bin, zu sein, sondern für Frieden können auch viele Menschen mit ganz anderen Ausgangspositionen sein. Ich erinnere mich an ich bin 1961, habe ich die ersten Ostermärsche mit in Gang gebracht, lange Zeit mit General Bastian und anderen zusammengearbeitet. General Bastian war Militär und er war ein überzeugter Militär. Ich habe dann in Deutschland Ost auch genügend überzeugte Militärs getroffen. Und ich habe einen Blick auf die NVA, die mir auch nicht so sympathisch war. Aber es ist eine Armee, die nie einen Krieg geführt hat. Und ich möchte gerne, dass in der Friedensbewegung auch überzeugte Militärs, wenn sie einen anderen Kurs steuern und bereit sind, dazu sind, dass die ihren Platz haben. Ich finde, alle können für den Frieden kämpfen und wir müssen dafür werben. Soll ich denn in der Tat mit Margot Käßmann darüber diskutieren, dass sie Christin ist und ich Atheist bin? Das bringt wenig für sie noch für mich. Aber mit ihr darüber zu diskutieren, wie wir gemeinsam in diesem Lande für eine andere Politik wirken, das halte ich für sehr bedeutsam. So, und die Rolle der Partei Die Linken wäre für mich ein bisschen Motor zu sein. In einem Netzwerk, die Friedensbewegung versteht sich als Netzwerk, sind die Knoten das Entscheidende, sonst sind es nämlich nur Stricke, die man hinlegt. Und ich möchte gerne, dass die Partei Die Linke begreift, dass man nur auf der Parteienebene alleine weder eine Veränderung in diesem Land hinkriegt, noch dem Friedenskampf die notwendige Kraft geben kann. Das muss man endlich hier im Kopf und im Gefühl haben. Das heißt, die Linke braucht mehr Profil. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist mein zweiter Punkt. Ich will ein bisschen zum Profil reden. Fangen wir an mit Europa. Für mich sind 2 Fragen, die wir als Partei Die Linke parlamentarisch und außerparlamentarisch in diesem Jahr nach vorne bringen müssen. Die erste Frage ist, ich bin dafür, dass die Fraktion Die Linke einen Antrag in den Bundestag einreicht, Auflösung der NATO. Und das in dem Parlament durchargumentiert.
Auflösung der NATO. Der erste Schritt dazu wäre ein Austritt Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO. Das wäre der erste Schritt. Das ist gar nichts Sensationelles. Also Frankreich war ausgetreten und Griechenland war auch ausgetreten. Das aber im Parlament zu diskutieren, das gibt ein Stückchen Profil, wo man auch deutlich machen kann, wir haben es nicht mehr mit der alten NATO, das war nicht meine, zu tun. Aber seit 1999 ist doch völlig klar, dass die NATO ein Kriegsbündnis ist und kein Friedensbündnis ist. Und dazu muss man argumentieren und alle Chancen dazu nutzen. Ich würde gerne damit reinpacken, dass die NATO sich nicht mehr an den Manövern an der russischen Westgrenze beteiligen darf. Deutsche Soldaten in NATO-Verbänden an der russischen Westgrenze hätte ich mir nie vorstellen können. Das ist außerhalb meiner Vorstellungsweise gewesen. Also solche Fragen kann man alles reinpacken, inklusive der Abrüstungsfragen. Auch Deutschland und andere sollen über die NATO gezwungen werden, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militär einzusetzen. Also es gibt viele gute Argumente zu sagen, wir sollten für die Auflösung der NATO eintreten. Das ist Profil. Und die zweite Profilfrage ist für mich das Verhältnis zu Russland. Jetzt wundere ich mich immer, wenn viele Genossinnen und Genossen, die zumindest mich ziemlich gut kennen, mich immer ermahnen, man darf nicht so einseitig sein. Ich will ja kein Bündnis mit Putin. Ich habe den nicht gewählt, den haben andere gewählt. Ich will eine Zusammenarbeit mit den russischen Menschen. Und meine Losung, man muss Politik auf Begriffe verdichten, meine Losung ist, macht uns die Russen nicht zu Feinden. Das ist das, was heute möglich ist. Ich sage ja nicht, macht uns die Russen zu Freunden. Macht uns die Russen nicht zu Feinden. Und ich bin ja häufiger in Moskau und in Russland und meine Erfahrung ist, dass die Enttäuschung, wie betrogen dieses Volk nach der deutschen Vereinigung ist, tief sitzt. Also die beste Werbeschlacht für Putin war der Westen. Der liegt in den Meinungsumfragen mittlerweile um 90%. Und selbst meine sehr linken russischen Freunde sagen mir immer, Wolfgang, wenn der Westen nicht seine Politik ändert, setzt der Putin immer fester in den Sattel. Wer das nicht will, muss mit dazu eintreten, dass die Politik gerade in Deutschland geändert wird. Ich habe es nie verstanden, wieso das die russischen Menschen so an einem besseren Verhältnis zu Deutschland hängen. Die hätten allen Anlass, mit uns nicht zu reden, uns aus der Völkergemeinschaft auszuschließen. Ich habe immer argumentiert, die 6 Millionen ermordete Jüdinnen und Juden führen zu einem besonderen Verhältnis von Deutschland zu den Jüdinnen und Juden und zu Israel. Das habe ich immer verteidigt. Und ich sage genauso, die 27 Millionen ermordeten Sowjetbürger, mehrheitlich Russen, müssen auch zu einem anderen Verhältnis zu Russland führen. Das ist Moral und nicht Doppelmoral. Wenn man den Weg geht, NATO widerlegen, abrüsten, ein besseres Verhältnis zu Russland, kann man viel einfacher auch in Russland deutlich sagen, wo man nicht mit der Politik der Regierung Putin oder den anderen Leuten einverstanden ist. Das geht alles. Habe ich noch 8 Minuten oder so? Ich habe 2 noch. Okay. Harald, schenkst mir eine. So. Dann nutze ich die zwei Minuten noch. Freiheit der Diskussion, eine der Aktionen, heißt für mich auch, man muss Fragen ansprechen können, wo man deutlich unterschiedlicher Auffassung bin. Es gibt zur Erklärung der Kriege und das Hauptkriegsfeld ist derzeitig der nahe Mittlere Osten, wo Condoleezza Rice sprach vom kreativen Chaos, was die USA herbeiführen wollte. Das ist ihre Strategie. Wenn man darüber nachdenkt, ist Syrien im Zentrum. Und ich sage ganz ehrlich, für mich ist Assad nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass das Töten und Morden in Syrien aufhört. Das ist das, was ich will. Und dazu muss man auch mit der Regierung Assad verhandeln und Vereinbarungen treffen, wenn man das ernsthaft will. Was steht denn hier im Vordergrund?
Ich bin dafür, die Diktatoren aller Welt zu stürzen. Meine Kampagne war Waffen für El Salvador und anderes, wo ich Geld eingebracht habe für die. Aber komischerweise sollen immer nur drei Diktatoren, also wurden, nein, Saddam Hussein, der neue Hitler, Gaddafi, den man erschlagen hat wie ein Hund, auch ein neuer Hitler, und Assad, auch ein neuer Hitler. Das mache ich nicht mit, diese selektive Politik. Ich will, dass Frieden einkehrt und dass man für die Menschen arbeitet. Eine soziale Umwälzung derzeitig in Syrien ist überhaupt nicht denkbar. Deswegen muss als erstes der Krieg, das Morden und Töten beendet werden. Und dazu muss man notfalls auch mit denen verhandeln, die dann am Tisch sitzen, die man sich leider nicht aussuchen kann. So, ich habe das jetzt sehr abgekürzt gesagt, aber in der Schroffheit liegt dann auch ein Stückchen Klarheit, dass man Differenzen hat. Danke. So, ich würde jetzt ganz kurz den jeweiligen hier oben die Möglichkeit geben, auf das von den anderen zu reagieren und dann an euch für Fragen und Beiträge das geben. Mein Vorschlag ist jetzt quasi in der gleichen Reihenfolge. Jürgen, bist du denn mit den Antworten, die du von drei wesentlichen Verantwortlichen der Partei Die Linke auf deine Anforderung bekommen hast, zufrieden? Ich habe ja gesagt, der Begriff der Anforderung kam von dir. Ich würde es bescheidener formulieren. Weitestgehend ja. Ich denke, an ein paar Punkten hat man vielleicht ein paar unterschiedliche Einschätzungen. Und ich würde zwei, drei Sachen gerne ergänzen. Zum Führungsanspruch würde ich gerne ergänzen, der deutschen Seite, dass uns auch da ja die Demoskopie recht gibt. Also dass tatsächlich eine überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung, und zwar seit diese Propagandamaschine 2014 richtig in Gang kam, sogar zunehmend, eigentlich diese militärische Verantwortungsrolle ablehnt. Wir kriegen halt nur die Demoskopie tatsächlich nicht auf die Straße, da sage ich gleich auch nochmal was. Zum Bereich der Migration wollte ich nochmal ergänzen. Deutschland ist das Land, das hinter den USA am meisten Entwicklungshilfe in den Bereich Frieden und Sicherheit investiert. Das finde ich auch, dass wir das vielleicht ein bisschen stärker nochmal hochziehen sollten. Insgesamt sind da 30 Milliarden reingeflossen, die nichts mit Entwicklungshilfe zu tun hatten in den letzten Jahren, was eigentlich eine originäre friedensbewegte Aufgabe wäre, sich da ein bisschen näher anzunehmen. Und zum Bereich der Rüstungsexporte, ich sehe auch den Bereich der Rüstungsexporte zentral, mir geht nur die Debatte ein bisschen am Kern vorbei. Ich finde es völlig richtig, Rüstungsexporte moralisch zu diskutieren, aber damit werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Die Bundesregierung führt drei Argumente an für Rüstungsexporte: wirtschaftlich, das ist Quatsch bei 1% BIP-Anteil, die Jobs, das ist auch Quatsch, wenn der BDSV, also die Lobbyorganisation selber, angibt, im Kernbereich arbeiten noch 17.000 Leute. Und politisch, wir brauchen eine Rüstungsindustrie, weil ohne eine eigene Rüstungsindustrie ist keine Militär- und Machtpolitik zu machen. Wir haben die Rüstungsindustrie nur deswegen. So, das ist die Grundlage für eine Konversionsdebatte. Und wenn wir über Rüstungsexporte diskutieren, diskutieren wir darüber, dass es keine deutsche überlebensfähige Rüstungsindustrie gibt ohne Rüstungsexporte. Der deutsche Markt ist zu klein. Das ist also eine logische Folge, wenn wir es durchdenken, sind die Rüstungsexporte zwingend mit der deutschen Machtpolitik zusammenzudenken. Und nur so kommen wir eigentlich zu einer vernünftigen Argumentation, warum es diese Rüstungsexporte gibt und warum Gabriel allenfalls kosmetische Änderungen da vornehmen wird. Und letzter Punkt. Ich bin, da haben wir vielleicht tatsächlich einen Dissens, also ich und Wolfgang Gierke. Ich bin auch sehr für breite Bündnisse, aber ich glaube, die müssen auch irgendwo ein Ende haben. Wenn ich mich selber daran zurückerinnere, ich habe auch mit viel Bauchgrimm irgendwie Antifa-Demos mit CDU-Lern gegen NPD und sonst was mitorganisiert, aus durchaus guten Gründen. Aber irgendwo mit der NPD gegen die NPD zu marschieren, das wird dann ein bisschen schwierig. Also man muss sich schon manchmal ganz genau gucken, wie weit man noch bereit ist, mit welchen Bündnispartnern zu gehen. Das ist eine harte Auseinandersetzung, da gibt es auch manchmal unterschiedliche Einschätzungen. Aber ich denke, dass es nicht sein kann, dass jemand irgendwie gegen Krieg ruft und automatisch ein Bündnispartner ist, ungeachtet dessen, was gegebenenfalls sonst für Positionen menschenunwürdigerseits formuliert werden, das finde ich, kann man nicht machen. Vielen Dank. Christine, Wolfgang hat es ja relativ direkt quasi eine Kontroverse, die wir drei jetzt, glaube ich, eingeübt haben, inzwischen als eine regelmäßige Kontroverse
waren die beiden Punkte, die er angesprochen hat in Bezug auf Russland und Syrien. Die Formulierung von Wolfgang war, dass man auch mit quasi der Regierung Syriens, also mit Assad, verhandeln muss, um zu einer Friedenslösung zu kommen. Du hast jetzt noch nicht hier, aber vom Grundsätzlichen, glaube ich, dazu eine andere Position mal formuliert. Und ich vermute, dass die Formulierung zu Russland, die Wolfgang getroffen hat, von dir auch etwas anders gesehen werden. Meine Bitte wäre, dass du da kurz mal dazu argumentierst. Also zunächst, wo wir absolute Einigkeit haben, und das finde ich wichtig voranzustellen, ist, dass wir zu der Politik, sagen, wie sie die Bundesregierung und die herrschende Klasse in Deutschland hier vertritt, sagen, was die Dämonisierung angeht und auch was die Frage der sozusagen realen politischen Maßnahmen angeht, dass wir absolut eine Meinung haben und dass wir beide der Meinung sind, dass es richtig ist, dass die Linke dort ein schärferes Profil bekommt und dass wir auch gemeinsam Handlungsfähigkeit entwickeln. Ich würde noch einen Punkt ergänzen, den ich auch noch mal stärker als Wolfgang auch in die Frage der Anforderungen machen müsste, stellen würde, das ist tatsächlich die Frage der deutschen Militarisierung und die Frage, wie das tatsächlich mit der Veränderung der Bundeswehr aussieht, was sich kristallisiert in diesem Jahr mit dem neuen Weißbuch und was sozusagen sowohl die Frage der Aufrüstung angeht, als auch die Frage der Bundeswehreinsätze, die für mich sozusagen im Zentrum des friedenspolitischen Profils stärker stehen müssen oder sozusagen nach vorne gestellt werden müssen. Aber ich bin absolut d'accord sozusagen mit den praktischen Punkten. Für mich ist es eher die Frage, was ist die politische Strategie, die dahinter steht? Ich meine, ich bin nicht gegen zivile Organisationen, ich bin auch nicht gegen Verhandlungen per se, sondern die Frage ist doch, was ist denn eigentlich entscheidend, um sozusagen zum einen Frieden, aber auch darüber hinaus die Kräfte zu stärken in einem Land, die letztendlich entscheidend sind dafür, dass Frieden und Gerechtigkeit aufgebaut werden können. Und das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen, für mich ist die Grundannahme linker Politik, dass letztendlich Veränderungen nur von unten erkämpft werden können und dass auch das, was wir in Verhandlungen letztendlich sehen, Ausdruck von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen sind. Und deswegen finde ich, sozusagen ist die Orientierung auf die institutionelle Ebene, auf die Diplomatie, sozusagen, da kann man Forderungen stellen. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir als Linke diejenigen sind, die das beeinflussen, sondern wir können dafür sorgen, dass hierzulande, aber auch in anderen Ländern linke und progressive Kräfte stark werden, die das Kräftegleichgewicht sozusagen verändern. Und deswegen würde ich meine Position sozusagen dort anders stellen. Ich bin absolut beispielsweise gegen eine Politik des Regime-Change von außen. Aber ich bin absolut dafür, dass wir die Menschen stärken, die für Gerechtigkeit und gegen Demokratie aufstehen in ihren Ländern. Und natürlich bin ich auch für einen Regime-Change von unten. Ich finde, das ist selbstverständlich als Linke. Und da haben wir auch keine Differenz. Aber das heißt, in der konkreten Frage, denke ich, haben wir die Gewichtung unterschiedlich. Und das finde ich, ist eher eine Frage der politischen Methodik sozusagen als der politischen Positionierung. Aber das können wir gerne auch weiter diskutieren und immer in der gebotenen sozusagen Solidarität und immer vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass wir gemeinsam eine Verantwortung dafür tragen, dass wir die Position in die gesellschaftliche Debatte bekommen und dass wir gemeinsam, sozusagen wie Wolfgang das gesagt haben, als Friedensbewegung und Link vor einem gemeinsamen Problem stehen, was wir allerdings, glaube ich, nicht wirklich substanziell lösen, wenn wir nicht auch unsere politischen Differenzen lösen. Und da haben wir halt unterschiedliche Auffassungen. Ja, mit dem letzten Satz, wenn ich das vielleicht sagen darf, bin ich sehr einig, dass wir also trotz dieser Differenzen ja nachher auch bei der Debatte so ein bisschen überlegen müssen, wie wir insgesamt weitermachen. Harald, bei deiner Beschreibung fand ich persönlich ehrlich gesagt sehr eindrucksvoll nochmal diese Schilderung der Grünen. Wir gehören ja jetzt zu den Zweien, die hier auf dem Podium quasi zumindest zeitweise grün geschädigt sind, was zumindest bei mir persönlich quasi eine unglaubliche Härte an dem Punkt verursacht hat, dass ich für jede Formulierung, die sich nur irgendwie öffnet, Richtung einem Militäreinsatz eine unglaubliche Allergie entwickelt habe. Das bekenne ich offen, das hat viel mit genau dieser Erfahrung zu tun, die du vorher da beschrieben hast. Was ich ganz interessant fand bei
deinen Formulierungen jetzt bezüglich quasi der Forderung, die Jürgen formuliert hatte, dass in Bezug auf die NATO deine Formulierungen sehr viel vorsichtiger waren. Wir haben ja in der Programmatik eine Festlegung, dass wir sagen, Auflösung der NATO und ein Austritt aus den militärischen Strukturen. Das war damals vielleicht als Information ein Kompromiss zwischen verschiedenen Positionen, der aber quasi so jetzt im Erfurter Programm drinsteht. Du hast sehr darauf gedrängt, quasi auf diese Ergänzung mit dem kollektiven Sicherheitssystem, was, glaube ich, ein wichtiger Hinweis ist. Aber in Bezug auf das Programm, denke ich, würdest du das trotzdem so mittragen, wie das drinsteht? Oder könnte man dich da falsch verstehen? Also, ich dachte eigentlich, dass ich mich klar ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, die NATO ist ein Militärbündnis und das ist kein Bündnis von seiner ganzen Natur und von seinem Zweck her, das ein Instrument der Friedenssicherung ist. So, und deshalb muss es gehen um eine Auflösung der NATO. Ein möglicher Zwischenschritt ist in der Tat der Austritt aus den militärischen Strukturen. Ich glaube nur, dass es ein langer Weg dahin ist und dass man den Kampf um die Auflösung der NATO und einen Austritt aus den militärischen Strukturen verbinden muss, indem man formuliert, wir brauchen ein kollektives Sicherheitssystem in Europa, das in der Lage ist, Frieden zu sichern und die Interessen auszugleichen zwischen den Staaten und einen zivilen Konfliktregelungsmechanismus schafft. Das, glaube ich, müssen wir als Einheit diskutieren, was nicht heißt, dass man die Kritik an der NATO dadurch abschwächt, sondern man sagt nur, was soll an ihre Stelle treten. Und das halte ich für notwendig. Vielleicht noch eine Anmerkung. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine falsche Frontstellung kommen. Weil ich glaube, es ist Konsens, dass wir, wenn wir gesellschaftliche Veränderungen, auch was gesellschaftliche Veränderungen in Friedenspolitik, in Entspannungspolitik erzielen wollen, dass wir gesellschaftlichen Druck und eine starke Bewegung brauchen. Und da stellt sich in der Tat die Fragestellung, wie können wir diesen immer noch vorhandenen Konsens, worüber sich die außenpolitischen Eliten ja auch den Kopf zerbrechen, dass nämlich die Mehrheit der Bevölkerung diese interventionistische und Militarisierung der Politik nicht wollen. Wie können wir das versuchen, also auch in politische Stärke umzusetzen? Damit meine ich jetzt nicht nur die Linke, sondern als politische Bewegung, die für Frieden und für gesellschaftlichen Fortschritt eintritt. Und das steht, ich glaube allerdings, dass es dann auch richtig ist, an bestimmten Punkten auch Forderungen an die Regierung zu richten, zum Beispiel keine Politik der Eskalation im Ukraine-Konflikt zu betreiben, sondern ein anderes Verhältnis zu Russland zu etablieren. Und genauso halte ich es für richtig, zu sagen, tut alles dafür, dass es in Syrien zu einem Waffenstillstand kommt und zu einer Lösung des Konfliktes auf nicht-militärischer Ebene. Dass dann noch immer immense gesellschaftliche Widersprüche existieren, das ist richtig, aber ich glaube, dass die Beendigung des Kriegs bessere Voraussetzungen schafft dafür, um diese inneren Widersprüche innerhalb der Gesellschaft auszutragen, als in dieser Barbarei, die da gegenwärtig stattfindet, wo es überhaupt keine Chance gibt, dass irgendwie emanzipatorische Kräfte sich noch artikulieren können und erfolgreich sein können. Das heißt nicht, dass man sich dann sagt, wir sind diejenigen, die besseren Diplomaten sind, aber wir müssen an dieser Stelle auch Druck ausüben auf nicht-militärische Lösungen, das halte ich für richtig. Und gleichzeitig natürlich alle Kräfte unterstützen, die in Kurdistan, die in Syrien für emanzipatorische gesellschaftliche Lösungen eintreten. Das ist, glaube ich, eine Doppelstrategie, die Linke haben muss, dass sie einerseits Druck auf die Herrschenden ausübt, um auch die Kräfteverhältnisse zu verschieben in Richtung friedliche Lösung und gleichzeitig alles zu tun im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, um emanzipatorische Kräfte in den jeweiligen Ländern zu unterstützen.
Jetzt noch die Nachfrage an Wolfgang. Da ist es im Grunde genommen so, dass ich hatte ja vorher so ein paar quasi Themen bei den Einzelnen abgefragt. Da wäre für mich nochmal einfach wichtig, wenn du quasi zu einerseits Bundeswehr, andererseits Europäische Union. Ich weiß, dass wir zwei ja mal so ein bisschen diskutiert haben, dass wenn wir orientieren Richtung Angriff politisch auf die NATO, kommt ja automatisch quasi die Debatte mit der militärischen Komponente der EU. Zumindest präsentieren einem das quasi immer irgendwelche SPDler. Dass du vielleicht dazu was sagst. Das war, danke sehr. Das war immer das Argument von Egon Bahr in den Auseinandersetzungen mit mir, dass ich mich in dieser Frage irre. Egon Bahr hat mir immer gesagt, wer die NATO nicht will, muss einverstanden sein, dass die Europäische Union Militäraufgaben übernimmt. Und ich habe immer gegengehalten, habe gesagt, eine Militarisierung der Europäischen Union bringt ebenso wenig, wird die Europäische Union weiter deformieren und nicht demokratisieren. Und da werden wir ein Problem haben. Also, wir werden viele Probleme haben, aber sicher haben wir ein Problem. Die Losung, nationales Militär abschaffen zugunsten einer europäischen Armee, das steht ja im Koalitionsvertrag der beiden drin, findet auch bei Linken einen Anklang. Weil man irgendwo glaubt, dass Deutschland besonders grässlich sei, und deswegen ist die Abschaffung, was ja sein kann, aber es ist nicht meine Betrachtungsweise, deswegen wäre die Abschaffung von einer deutschen Armee, einer Bundeswehr, zugunsten einer europäischen Armee ein Fortschritt. Ich kann diese Argumentation nicht nachvollziehen, weil ich finde, eine europäische Armee wäre nicht besser von ihren Militäreinsätzen, als es eine Bundeswehr ist. Deswegen finde ich, müssen wir gegen beides argumentieren und kämpfen. Und zur NATO gibt es ein plausibles Gegenargument, das muss man ja auch mal aussprechen. Also ich bin überzeugt von, dass wir so vorgehen müssen, wie ich das eben so grob gesagt habe. Dann kommt sofort ein Argument, wer die NATO auflösen will, kommt nicht in eine Bundesregierung. Ja, ne? So. SPD-Kollege hat mir vor kurzem gesagt, ganz nett, er hat mir vor kurzem gesagt, du musst mal dafür sorgen, dass ihr runterkommt von diesem Trip, nein, zu allen Militäreinsätzen. Weil wenn du dabei bleibst und deine Fraktion dabei bleibt, brauchen wir über gemeinsame Regierung gar nicht zu reden. Und ich habe gesagt, weißt du, du hast das Problem, dass wir so werden sollen, wie ihr seid. Aber ihr seid kein besonders attraktives Modell für eine erfolgreiche und gar eine Friedenspolitik. Das kommt und das müssen wir durchstehen in unserer Partei. Deswegen bin ich dafür auch richtig gut, inhaltlich zu argumentieren. Also ich möchte schon richtig so einen tollen Antrag haben, wo wir nachweisen, dass die NATO nicht nur ein Militärbündnis ist, das ist relativ einfach, das steht in ihrer Charta. Ich sage, es ist ein Kriegsbündnis und verschiedene Kriege wären nicht ohne NATO zu führen gewesen. So, und jetzt nur noch ein Argument, das ich mir nicht beantwortet habe, dass wir nicht eine Differenz dort haben, wo keine ist. Also wir, mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen können wir alle sehr gut leben, wenn wir beides von der Rosa, Freiheit der Diskussion, einer der Aktionen auch praktizieren. Ich bin natürlich immer dafür, dass man in der Friedensbewegung diese doppelte Botschaft, die nach 45 gestanden hat, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nein zu Rassismus und nein zum Krieg, beides durchsetzt und praktiziert. Ich werde mit keinen Rassisten zusammenarbeiten, weil sie gegen Krieg sind. Und umgekehrt bitte ich auch uns zu verstehen, dass man Türe aufmachen muss und nicht Türe zuschmeißen darf. Ich bin überzeugt von, nicht alle Wählerinnen und Wähler der AfD wären Rassisten oder gar Faschisten. Ne? So, und es war die große Leistung der PDS im Osten, dass wir über lange Zeit verhindert haben, dass Wählerinnen und Wähler den rechten Parteien und Organisationen zugelaufen sind. Und ich hinterfrage mich, was haben wir verloren, dass wir diese Kraft nicht mehr gehabt haben?
lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Ich finde, das Anpassung bringt ja gar nichts, ne, sondern gegenhalten. Ne? Aber nachdenken darüber bringt sehr viel. Das wollte ich nochmal sagen und danke.